In diesem Video schauen wir uns die Unterschiede zwischen einem Großmembran-Kondensatormikrofon mit XLR-Anschluss und einem mobilen Audiorekorder wie dem Zoom H1N an, der auch per USB schon am Computer betrieben werden kann. Wenn ihr das Video schaut, dann habt ihr vielleicht die Kaufentscheidung, was kaufe ich mir beim Einstieg für ein Mikrofon? Das kann zum Beispiel für Let's Plays sein oder auch für alle möglichen anderen Anwendungszwecke. Möchtet ihr zum Beispiel im Freien filmen und möchtet einen besseren Ton haben? Und um ehrlich zu sein, ich würde euch als Einsteiger tatsächlich den mobilen Rekorder empfehlen. Ist bei mir der Zoom H1N. Ihr seht ja jetzt im Video, dass ich immer wieder hin und her schalte zwischen meinen Mikrofonen. Die Aufnahme mache ich jetzt parallel mit zwei Mikrofonen. Eins davon ist halt der Zoom H1N. Damit ihr selbst mal die Sprachqualität beurteilen könnt, switche ich immer wieder hin und her. Als Nachbearbeitung habe ich nur aus der Stereospur vom Zoom H1N eine Monospur gemacht und die Lautstärke angehoben, dass die beiden ungefähr gleich klingen. Fangen wir mal mit den Großmembran-Kondensatormikrofonen an. Ich nutze hier ein Rode NT1, oder Rode, wie auch immer, ist ja Australia. Und das Einzige, was eigentlich für diese Art der Mikrofone spricht, ist die Qualität. Und das ist natürlich ein starker Punkt bei einem Mikrofon. Dagegen spricht so ein bisschen das Equipment, das man außenrum braucht. Ich habe ja gesagt, wir reden hier über XLR-Mikrofone, also nicht über USB-Mikrofone. Und ich brauche dann zum Beispiel ein USB-Audio-Interface, das die Phantomspeisung von 48 Volt liefern kann. Aber auch damit reicht es eigentlich noch nicht, ein Großmembran-Kondensatormikrofon zu betreiben. Man braucht dann noch zum Beispiel eine Mikrofonspinne, damit Stoßgeräusche nicht auf die Aufnahme kommen. Zudem ist ein Popschutz empfehlenswert, je nachdem, wie man in das Mikrofon spricht oder singt, je nachdem, was ihr damit vorhabt. Und um was man halt auch nicht rumkommt, ist irgendeine Art der Halterung von dem Teil. Also entweder ein Mikrofonarm, wenn man so wie ich jetzt am Schreibtisch sitzt, ja, oder ein Ständer oder was auch immer, wie man halt ein Mikrofon befestigen kann. Also das Mikrofon kann man, ja, wenn man es nicht gerade in die Hand nimmt, eigentlich so direkt nicht einsetzen. Das heißt, es ist auch einfach eine finanzielle Frage. Also wenn man sich so ein Teil kauft, das ist ziemlich schwer, da kann man auch nicht jeden Mikrofonarm benutzen. Ich warte gerade auf meinen neuen, weil ja, der ist einfach zu schwach, den ich gerade habe. Der hält das Mikrofon nicht aus. Man muss sich also ein bisschen Equipment außenrum kaufen, damit man auch gute Aufnahmen machen kann. Aber dafür bekommt man halt auch eine sehr gute Soundqualität dann am Ende. Kommen wir zum Zoom H1N, also zu einem mobilen Audiorekorder. Die Argumente pro und contra, die ich jetzt aufzähle, die sind so ein bisschen generisch, also das betrifft jetzt nicht nur den Zoom H1N. Der große Vorteil von dem Zoom H1N ist einfach, dass der mobil und flexibel ist. Also man hat Batterien drin und kann den erstmal überall mit hinnehmen und direkt eine Aufnahme starten. Zudem kann ich noch ein Ansteckmikrofon anschließen, kann also auch Interviews damit führen zum Beispiel, oder wenn jemand von der Kamera spricht, kann ich den mit dem Ansteckmikrofon ausstatten. Ich kann das Ding kaufen und kann eigentlich fast direkt damit loslegen, Aufnahmen zu machen. Natürlich kann ich mir da auch überlegen, eine Spinne zu kaufen, damit Stöße nicht auf, ja, die Aufnahme geraten. Das kann ich alles machen, das ist richtig, aber das wird in der Summe günstiger sein als bei so einem schweren Kondensatormikrofon, das dann halt wirklich also auch mehr Gewicht auf die Waage bringt und das Equipment entsprechend auch teurer wird. Zudem ist das Ding recht flexibel, also zumindest der Zoom H1N. Der hat zum Beispiel den Vorteil, dass er als USB-Soundkarte angeschlossen werden kann oder halt auch mobil benutzt werden kann. Also da muss man kein weiteres Equipment mehr groß kaufen, um direkt damit loszulegen. Es gibt ein Bundle noch von dem Zoom H1N, wo das alles auch dabei ist, wo so ein kleiner Mikrofonständer dann auch dabei ist. Wenn man das hat, kann man direkt loslegen. Deshalb ist das für Einsteiger wirklich eine tolle Sache. Man muss aber ein paar Einbußen bei der Qualität hinnehmen. Und das hört ihr ja schon die ganze Zeit jetzt hier im Video, wo ich spreche. Was mich so ein bisschen auch die ganze Zeit gestört hat, ist die Stereoaufnahme, die das Teil macht. Die mische ich am Ende immer zu einer Monospur runter, dann geht's auch wieder. Aber für den Einsatzzweck, wo ich es benutze, nämlich für Voice-Overs, brauche ich kein Stereo. Und entsprechend ist das jetzt auch nicht das optimale Mikrofon für einen Voice-Over-Einsatz. Ich denke damit, dass das meiste zu diesen beiden Mikrofonarten erstmal gesagt. Man hat bei beiden Vor- und Nachteile. Man muss sich halt überlegen, will ich jetzt zum Beispiel als Einsteiger mal damit anfangen, dann ja, kann man ruhig mal zu so einem Zoom H1N greifen. Für professionellere Einsätze eignet sich's dann weniger, je nachdem, was halt auch dann der Einsatzzweck ist. Ich würde mich mal über eure Kommentare freuen, ob ihr einen Unterschied zwischen den beiden Mikrofonen jetzt bei der Aufnahme wahrgenommen habt und ob ihr meine Einschätzung teilt, dass es die Qualitätssteigerung zu dem Rode NT1 wert ist, gerade bei Voice-Over-Arbeiten, wie ich sie jetzt hier mache.